Hallo und Ahoi zum 16. und letzten Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toy Box aus dem Jahr 2022. Es ist das 6. Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung und in der Abspielleiste, sowie bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitel-Button im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertiteln. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Denn wir spielen heute noch eine Folge, also eine Runde, Return to Monkey Island, ein Spiel, das ich schon einmal durchgespielt habe, 2022, als es rauskam, und da aber auf der Switch. Und diese Steam-Version, die wir jetzt hier spielen, da habe ich das Spiel noch nicht durchgespielt. Deswegen habe ich auch die ganzen Achievements da noch nicht. Und beim letzten Mal haben wir ein Achievement, glaube ich, bekommen. Das hatte ich auch noch nicht. Aber mir ist jetzt auch entfallen, wie es hieß. Kann man das irgendwie hier sehen? Errungenschaften. Ja, wir haben den Quiz-Draufgänger gekriegt, wir haben den Kartensammler, weil wir Quizkarten gesammelt haben, gekriegt und wir haben den Trophäenfischer gekriegt. Einen Ehrenseeteufel sind wir geworden. Das war alles beim letzten Mal. Und wir haben Stan seine Zahnbürste wiedergegeben. Das habe ich tatsächlich auch in dem Spieldurchgang auf der Switch gar nicht gemacht, obwohl er ja danach gefragt hat und ich die irgendwann auch eingesammelt habe, habe ich ihn dann, glaube ich, nicht nochmal gesehen. So, deswegen haben wir einige mehr Achievements gesammelt als beim ersten Durchlauf. Weißt du noch, wo wir waren? Ich nicht. Von daher lass es uns mal kurz noch wieder. Ein bisschen, aber erinnere mich nochmal. Okay. Das Geheimnis von Monkey Island lag also in einem Tresor im Voodoo-Laden. Und ich suchte nach den 5 goldenen Schlüsseln, die ihn öffnen würden. Ich hatte es geschafft, 2 Schlüssel zu finden und arbeitete an den anderen 3. Ich war mir nicht sicher, wo LeChuck oder Captain Madison waren, aber ich war mir sicher, dass sie etwas vorhatten. Wally, der Kartenzeichner, war verschwunden. Ich war zufällig die Königin von Bermuda geworden. Es gab eine Menge zu bedenken, aber ich hielt meine To-Do-Liste auf dem Laufenden und das Wichtigste war, die goldenen Schlüssel zu finden. Cool, das ist wirklich eine sehr hilfreiche Funktion. Ich erinnere mich, wir waren das letzte Mal in der Tat fleißig und haben uns als Königin verdingt, beziehungsweise haben die alte Königin von Bermuda in 3 schwierigen, haarsträubenden, Wettbewerben besiegt und sind dann selber Königin geworden, nur um ihre Krone zu kriegen, an der einer der besagten Schlüssel dran war. Nur deswegen wollten wir den eigentlich. Jetzt sind wir wieder im Museum auf Melee Island und wollen an diese gefälschte Flagge. Also eigentlich nicht, wollen wir nicht an diese gefälschte Flagge, sondern wir wollen eigentlich an die echte Flagge. Und die echte Flagge ist, wie wir jetzt schon gelernt haben, eben nicht in diesem sehr gut gesicherten Vitrine, in dieser Vitrine, sondern in diesem Lagerraum. Und in diesen Lagerraum, es ist abgeschlossen, kommen wir nicht rein. Eine andere Möglichkeit, wie wir in der Regel hier sonst eigentlich jedes Schloss aufgekriegt haben, wäre uns das Schloss genauer anzugucken. Da steht in winziger Schrift neu, seriennummernloses Schloss. Das heißt, wir können nicht, wie wir das bei vielen anderen Schlössern gemacht haben, einfach dieses Schloss aufschließen, indem wir uns den Schlüssel von der Schlüsselfrau machen lassen. Und jetzt bin ich ein bisschen überfragt gewesen. Wir könnten uns einen Hinweis geben lassen, aber vielleicht machen wir das auch nicht. Genau, wir wollen Wilys gestohlenen goldenen Schlüssel erhalten. Den müssen wir erstmal wieder zurückstehlen, weil wir nicht wissen, wer den gestohlen hat. Den goldenen Schlüssel von der alten Mrs. Smith
Und jetzt wären wir eigentlich an Bella Fischers goldenem Schlüssel dran. Dafür brauchen wir aber echte Flagge aus dem Museum. Das andere haben wir schon gemacht. So, deswegen ist die Frage, wie kommen wir jetzt an diese Flagge, also nicht an diese Flagge, sondern an die echte davon, weil wir die schon gestohlen haben und die passt von der Größe her nicht. Man sollte meinen, da ich das schon mal gemacht habe, müsste ich wissen, was es ist, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Besteht die Möglichkeit, dass Sie die echte Flagge demnächst ausstellen werden? Oh nein, zu wertvoll. Sie bleibt definitiv im Lagerraum. Okay. Was wir natürlich machen können... Und tatsächlich auch schon mal gemacht... Ach nee, haben wir noch nicht gemacht, glaube ich. Nee. Also man könnte versuchen, diese gefälschte Flagge zu stehlen, dann darauf aufmerksam zu machen und dann da reinzukommen in den Lagerraum. Dafür müssten wir erstmal nur den Papageien Cracker geben. Dann müssten wir mit dem Schlüssel Ich brauche keine weitere gefälschte Flagge. Wow. Das sollte eigentlich nicht offen sein. Ich sollte die lieber zusammenfalten und einlagern. Dann kann ich herausfinden, was mit dem Schloss los ist. Sieht gut aus. Ich mag es, wenn alles seine Ordnung... Aha. So. Das war ja einfacher, als ich dachte. Ich weiß nicht, worauf ich jetzt warte. Ich lasse die nachgemachte Flagge einfach an ihrem Platz. Vielleicht merkt er dann nicht, dass die echte Flagge fehlt. Das war ja sehr gefickt eingeschädelt. Es muss weggeweht worden sein. Was soll ich jetzt tun? Nach diesem Streit kann ich Stan nicht mehr hierher zurückholen. Hätte ich doch nur gleich Kopien gemacht. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Jetzt bin ich wieder genau da, wo ich angefangen habe. Entschuldigung, stören wir? Nein. Tut mir leid. Was kann ich für Sie tun? Wir würden gern ein paar Säbelfrüchte kaufen. Wir sind knapp bei Kasse und wollen Haarausfall verhindern und überschüssiges Bauchfett abbauen. Sie, Moment mal. Woher haben Sie diesen Namen? Wir haben ein Flugblatt gelesen. Wir haben gehört, dass die Vorräte begrenzt sind. Das Flugblatt! Das ist mein Entwurf. Mein einzigartiges, unmöglich zu ersetzendes, projektrettendes Flugblatt. Haben Sie es? Bitte sagen Sie mir, dass Sie es haben. Nee, tut uns leid. Es ist ins Meer gefallen. Gefallen? Als ob es nicht deine Schuld gewesen wäre. Nun, es war nicht meine Schuld, es war deine. Warte, ich weiß. Sie könnten den netten blonden Piraten um ein Flugblatt bitten. Blonder Pirat? Er ist derjenige, der es uns gegeben hat. Er segelt in einem seltsam aussehenden kleinen Schiff herum. Ui, 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 ui. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, alle... Flaggen. Die Löcher der drei Flaggen stehen in einer Linie und zeigen eine genaue Position an. Ich werde sie mit einem X markieren. Denn immer ein X markiert immer die wichtige Stelle. Oh, jetzt müssten wir da eigentlich ja hingehen können. Und Bella Fischers Schlüssel kriegen. Das ist wirklich spannend. Vorsicht da unten. Das ist wirklich tief. Ich tauche schon seit 4 Minuten. Ich muss jetzt umkehren, sonst kann ich meinen Atem nicht lange genug anhalten, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Oh, was für ein subtiler Hinweis.
Liegen wir auf der Lauer oder warten wir einfach nur? Ja, sowohl als auch. Wir haben den Kugelfisch und den können wir aufblasen. Ich bin noch nicht einmal sterblich und ich spüre, wie die Minuten... Und jetzt müssten wir noch die Möglichkeit haben... Das ist wirklich tief. Ich tauche schon seit 4 Minuten. Ich muss jetzt umkehren, sonst kann ich meinen Atem nicht lange genug anhalten, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Meine Lunge ist wieder voller köstlicher Luft. Ja, ja. So ist das. Sieht aus, als hätte ich dich aufgespürt. Man könnte sagen, ich bin der Sache auf den Grund gegangen. Kleiner Wortwitz. Es ist nicht meine Schuld. Sie hätten den Schlüssel nicht so fest reinstecken sollen. Ich bin nicht abergläubisch, aber ich habe schon zu viele wütende Geister gesehen. Ich haue besser ab. Ja, da haben wir wieder was kaputt gemacht. Das scheint so das Muster dieses Spiels zu sein. Überall, wo wir hingehen, machen wir mächtig was kaputt. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem unsere Rollen vertauscht sind und dein Kopf am Bug. Hey Murray, gibt es etwas Neues am Horizont? Nur deine letztendliche Vernichtung. Ist wohl jemand nicht so gut? Sea Monkey 2. Jeder liebt eine Fortsetzung. Eines Tages wird das alles mir... Gut. Jetzt ist die Frage, wo finden wir die alte Mrs. Smith? Denn wenn wir jetzt auf unsere To-Do-Liste gucken, dann sehen wir, dass wir noch Whiteys gestohlenen goldenen Schlüssel brauchen und den Schlüssel von der alten Mrs. Smith. Und ich weiß ehrlich gesagt, also ich weiß, wo Whitey ist. Da können wir noch mal mit ihr sprechen. Hi. Hey, Junge. Ich habe 3 goldene Schlüssel. Gut für dich. Aber sei vorsichtig. Erinnere mich noch einmal daran, was du darüber weißt, wo die goldenen Schlüssel sein könnten. Nun, die böse kleine Geisterdame hat meinen genommen. Die alte Mrs. Smith hatte einen. Ich schätze, sie hat ihn in ihrem Nachlass vererbt. Da ist der, den Bella Fischer hatte. Der muss jetzt auf dem Grund des Ozeans liegen. Einer irgendwo auf Bermuda und einer auf Terra Island. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, sie alle zu sammeln, so scheint es. Okay. Man sieht sich, Whitey. Höchstwahrscheinlich. Mrs. Smith, das ist ja wahrscheinlich die Mutter von der Schlosserin. Die heißt ja so. Willkommen zurück. Hallöchen. Hat wahrscheinlich jetzt irgendwo so einen Schlüssel. Die sind schön. Danke. Hallo nochmal. Wäre Ihre Mutter vielleicht als alte Mrs. Smith bekannt gewesen? Whitey Bones sagte etwas von einer alten Mrs. Smith. Nun, ich habe sie nicht so genannt, aber ich nehme an, einige Leute haben es getan. Vor allem, als sie älter war. Haben Sie von den goldenen Schlüsseln gehört? Klar,
Meine Mutter hatte auch so einen. Hatte? Sie hat ihn mir in ihrem Testament hinterlassen. Ich zahle Ihnen so viel Geld, wie Sie wollen, für den Schlüssel Ihrer Mutter. Als meine Mutter starb, wurden ihre persönlichen Besitztümer beim Gericht hinterlegt. Als sie aus dem Nachlass herauskam, war ich immer noch zu erschüttert, um sie einzufordern. Wie Sie aus diesem Schreiben des Gerichts ersehen können, wurden Sie und der Schlüssel vernichtet. Nun, heute rot, morgen tot. Was ist mit dem goldenen Schlüssel Ihrer Mutter passiert? Wie Sie aus dem Schreiben, das ich Ihnen gegeben habe, ersehen können, hat das Gericht den Schlüssel vernichtet. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Versuchen Sie nicht zu berühren. Und von daher gehen wir doch da einfach mal hin. Mit dem Gericht haben wir ja durchaus schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich reiche diese offiziell aussehenden Dokumente beim Gericht ein und bitte um einen Aufschub der Vernichtung. Ruhe! Ruhe im Gericht! Bei der Überprüfung dieser Anordnung stellt das Gericht fest, dass die aufgelisteten Gegenstände aufgrund von Verfahrensrückständen nicht vernichtet wurden. Bis auf die schicke Schachtel, die Brad aus der Buchhaltung mitgenommen hat. Die Rechtmäßigkeit der Vorlage des genannten Dokuments wird überprüft. Die vorliegende Partei kann diese Gegenstände daher in Besitz nehmen. Ich habe keine Ahnung, was ihr gerade gesagt habt, aber danke für den Schlüssel. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ausbrüche von Dankbarkeit werden nicht geduldet. Okay. Ja, das ging doch auch wieder erschreckend leicht. Ich hätte mir das irgendwie, oder ich erinnere mich nicht, dass das... Also man muss schon sagen, im Gegensatz zu anderen LucasArts Adventures, oder nochmal anders... Anders als bei den LucasArts Adventures gibt es hier wenig Sackgassen, wo man tatsächlich irgendwie Brute Force machen muss. Sondern es ist tatsächlich doch so, dass die meisten Dinge, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, zuzuhören und was die so sagen, zu behalten, dann klappt das eigentlich und man kommt auch drauf. Natürlich, also ist mir beim ersten Durchspielen auch schon so gegangen, deswegen... Sollte es mich nicht überraschen. So, jetzt brauchen wir tatsächlich nur noch den Schlüssel von Whitey Bones. Und jetzt ist die Frage. Ob der dann hier ist. Oh ja, und ich glaube, ich hatte ihn sogar schon gesehen. Von daher weiß ich, dass er hier ist. Weil er war, glaube ich, im Laderaum. Ah. Habe ich dich gebeten, dem Gefangenen einen Schluck Wasser zu geben? Nein, Captain, das haben Sie nicht. Ich habe aus eigener Initiative gehandelt. Wenn ich Initiative will, bitte ich darum. Natürlich, Sir. Ich brauche dich als Teamplayer. Und im Moment konzentriert sich das Team auf eine Sache. Das Geheimnis. Ja, Sir. Was? Was ist? Raus damit! Nun, es ist nur so, dass einige aus der Mannschaft geredet haben. Sag schon! Sie denken, dass das Geheimnis nicht wirklich ein Teamziel ist. Es wurde angedeutet, dass sie glauben, dass sie Elaine Marley für sich gewinnen können, wenn sie das Geheimnis erreichen, was... Nun, ehrlich gesagt, klingt das etwas verblendet. Es ist nicht realistisch, Sir. Du erwähnst Elaine nicht in meiner Gegenwart und maßt dir nicht an zu wissen, was ich denke. Tut mir leid, Captain. Das war das letzte Mal, dass ich das Thema anspreche. Ja, das war es. Mhm. Ach, tatsächlich. Das muss der gestohlene Schlüssel von Whitey sein. Das ist der letzte Schlüssel.
Voodoo-Laden, ich komme. Yippie! Ach, ist schon wieder nicht. Na gut. Nicht mal Eigenlob funktioniert hier. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, habe ich beim letzten Mal schon irgendwas gemacht, möglicherweise. Und deswegen hat das Huhn das Ei gelegt. Also die Schüssel. Threepwood hat alle Schlüssel? Ja, Captain, er hat gerade den letzten geborgen. Setze die Segel Richtung Mealy Island. Was ist mit meinem Zauberspruch? Er ist fast fertig. Ich bin sicher, dass ich später eine Verwendung dafür finden werde. Ich fürchte, dasselbe kann ich von dir nicht behaupten. Du hintergehst mich. Ich bin diejenige, die das tut. Aber ich respektiere das Talent anderer. Mann, Mann, Mann. Da haben sie sich aber alle so richtig in die Dings. Herzlichen Dank übrigens. Danke, danke, danke. Ich bin sehr zufrieden. Ja, dann müssen wir jetzt ja eigentlich nur noch ganz entspannt nach Mealy Island segeln. Und jetzt? Ich bin näher denn je dran, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Ich bin nicht näher daran, mich dafür zu interessieren. Frage. Genau. Dann gehen wir mal zur Voodoo Lady. Und dann machen wir das Elend mal auf, was? Hat ja lang genug gedauert. Kann offensichtlich die Schlüssel auch reinstecken, wo man will. Fast immer. Wow! Es ist kitschiger, als ich es mir vorgestellt habe. Aber trotzdem schön. Sehr. Okay. Ich habe nicht wirklich an die Möglichkeit eines weiteren Schlosses gedacht. Das ist etwas übertrieben. Ach, da ist keine Seriennummer. Vielleicht kann ich sie aufbrechen. Das ist kein Problem. Ich betrachte es als ein Rätsel. Threepwood! LeChuck, mein alter Erzfeind. Da sind wir wieder. Es sieht so aus, als würde diese Geschichte so enden, wie es schon immer geplant war. Nur mit dir, mir und dem Geheimnis. Nicht ganz. Ich nehme an, dass es mir nichts nützt, darauf hinzuweisen, dass du schon wieder schummelst. Ich habe deinen Einfallsreichtum unterschätzt, Threepwood. Aber am Ende siegt immer die Gewalt. Du solltest es einmal ausprobieren. Viel Glück damit. Sie ist gut gemacht. Ich habe eine ganze Minute lang alles versucht, was mir einfiel, und ich habe keine Delle hineingekriegt. Natürlich nicht.
Das Geheimnis kann nur in einer zeremoniellen Kammer tief in den Eingeweiden von Monkey Island gelüftet werden. Es wäre schön gewesen, das vorher zu wissen. Es freut mich, dass du mit dem Wissen lebst, wie nah du dran warst, es zu bekommen, bevor ich es dir weggenommen habe. Deshalb habe ich beschlossen, dich nicht gleich zu töten. Außerhalb dieser Tür ist der Deal nicht mehr gültig. Denk nicht einmal daran, mir zu folgen und zähl bis 100, bevor du das Gebäude verlässt. Damit wirst du nicht durchkommen. 100. Guybrush, Whitey Bones sagt, sie hat dich reinkommen sehen. Geht es dir gut? Nein, ich meine, ja, es geht mir gut. Willst du darüber sprechen? LeChuck hat das Geheimnis und ist auf dem Weg zu den Innereien von Monkey Island. Die Höhlen unter dem großen Affenkopf? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns auf dem Weg reden. Das schien ein besserer Weg zu sein, als den Zaubertrank herzustellen. Das nächste Mal muss ich mir auf jeden Fall Notizen machen. Ja, ich hoffe nur, dass es die ganze Mühe wert ist. Welche Mühe? Das war einfach. Ich rede nicht von der Reise, sondern von der ganzen Arbeit, die du im Vorfeld geleistet hast. Ganz zu schweigen von der Spur der Zerstörung, die du hinterlassen hast. Unsinn. Nenn mir 12 Beispiele. Wenn du mich herausfordern wolltest, hättest du eine größere Zahl wählen sollen. Odina hat mir eine aufregende Geschichte über die Ereignisse auf Bermuda erzählt. Anscheinend hast du es geschafft, ein unbezahlbares traditionelles Artefakt und die Regierung einer ganzen Insel in nur 5 Minuten zu zerstören. Das ist ziemlich beeindruckend. Sogar für dich. Die Krone war wackelig. Sie ist einfach auseinandergefallen. Jemand, der dabei war, hat beschrieben, dass du dich so sehr angestrengt hast, dass sie dachte, du könntest dir den Arm abreißen. Aber vielleicht hat sie übertrieben. Odina glaubt auch, dass du bei deinem Algebra-Test geschummelt und versucht hast, sie zu vergiften. Es war kein Gift. Es war einfach nur scharfer Pfeffer. Eine Stunde später ging es ihr gut. Ich musste sie davon überzeugen, nicht zu klagen. Du bist mir was schuldig. Das weiß ich zu schätzen. Übrigens glaube ich, dass du jetzt auch zum Königshaus gehörst, da du mit mir verheiratet bist. Ich dachte mir heute Morgen, dass etwas anders ist. Wie viele sind es jetzt? 4? Es gab einige leichte Kollateralschäden an der Umwelt. Der Mobbaum! Er war der Letzte, der auf Mealy Island übrig war. Und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass du etwas mit dem Erdbeben zu tun hattest. Ich habe auch einen Teil einer Pflanze im Wald abgeschnitten. Ich bezweifle, dass du dafür auf die Fahndungsliste kommst. Man kann nie wissen. Ich kann nicht immer vorhersagen, wie sich diese Dinge entwickeln werden. Offensichtlich nicht. Wusstest du, dass das Museum für Piratenkunde geschlossen wurde? Was du nicht sagst. 2 der preisgekrönten Exponate sind verschwunden. Seltsamerweise stand nur ein Name im Gästebuch. Ich habe ein Pseudonym benutzt. Woher wusstest du, dass ich es bin? Mighty Pirate. Es war nicht schwer, das herauszufinden. Benutzt den nicht jeder? Herman Toothrot ist auch ein bisschen sauer auf dich. Er sagt, du hast seinen Schlüssel genommen und ihn in einer dunklen Höhle zurückgelassen. Das magische Zeichen funktioniert nur mit einer Person. Und ich hatte keine Möglichkeit, das im Voraus zu wissen. Es wird dich freuen zu hören, dass er es rausgeschafft hat. Ich habe ihn selbst gerettet. Ich bin froh, das zu wissen. Danke. Erinnere mich daran, warum wir über all das reden. Ich mache mir nur Sorgen, dass das Geheimnis den Anstrengungen und der Vorfreude nicht gerecht werden kann. Was genau erwartest du zu finden? Ich habe keine Ahnung. Deshalb ist es so wichtig, dass ich es finde. Nun, sei vorsichtig, was du dir wünschst.
Auf geht's, genau wie in alten Zeiten. Bist du bereit für die Höhlen? Ich erinnere mich an sie, voller Lava und winziger Vorsprünge. Gut, dass du deine Abenteuerstiefel trägst. Ich hoffe, du hast auch dein Abenteuerschwert dabei. Nun ja. Geh schon mal vor, Schatz. Ich hol dich ein. Jojo. Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist... Oder hätte man vielleicht vorher mal speichern sollen, ne? Also bei diesem Gespräch, was wir jetzt im Wald da gemacht haben, haben wir offensichtlich ein paar Entscheidungen getroffen, die auch dafür relevant sind, was am Ende passiert. Ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Enden es gibt. Ich glaube, es ist auch nicht so ganz unterschiedlich, es ist nur so punktuell unterschiedlich. Aber wahrscheinlich im Dialog. Aber es wäre ja nicht unspannend gewesen, davor noch mal kurz abgespeichert zu haben. Ich könnte mal kurz einen Blick riskieren, wo unser letzter Autosave gewesen ist. Nee, das hatte ich befürchtet. Naja. Beim nächsten Mal. Genau. Jetzt sind wir ja wieder zurück auf Monkey Island und da müssen wir wahrscheinlich ja einfach LeChuck finden. Ach ja, gucke. Hey, Wally. Wally, was ist passiert? Als ob du das nicht wüsstest. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe gesehen, dass dein Büro durchwühlt wurde. LeChuck kam wütend in den Laden gestürmt, weil er dachte, ich hätte ihm eine Mobkarte statt einer Karte zum Geheimnis gegeben. Ja, das ist wirklich ein Rätsel, wie das passieren konnte. Ich wünschte, ich könnte dich aus diesen Fesseln befreien. Da sind wir schon zu zweit. Danke für die Seekarte. Das war echt nett. Und ich schulde dir etwas für all die Arbeit, die du umsonst gemacht hast. Schön, dass sie dir gefällt. Wie hängt es sich so? Im Ernst? Das ist der Witz, den du jetzt machst? Ich probiere neues Material aus. Gib deinen Hauptjob nicht auf. Die Mobkarte, die du für mich gemacht hast, war ein Volltreffer. Ach ja, stimmt ja. Ich habe dir eine Mobkarte gemacht. Moment. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Warum wird der gute alte Wally jedes Mal, wenn sich unsere Wege kreuzen, entführt und gequält oder noch schlimmer? Die Geheimnisse, wie das Universum funktioniert, werden wir vielleicht nie erfahren. Ich würde gern bleiben und plaudern, aber ich muss mir das Geheimnis holen, bevor LeChuck es tut. Klar, renn ruhig weg. Wally kommt schon klar. Gut, er hat's gesagt. Hätte er nicht müssen. Flambe, du bist wach? Nicht mehr lange. Ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass du einen Fehler machst. LeChucks Besessenheit verschlingt ihn wie ein Frosch, der eine Tarantel verschluckt. Du willst nicht dabei sein, wenn er die Truhe öffnet. Versuchst du mich aufzuhalten? LeChuck kann nicht gut mit Frustration umgehen. Du wurdest gewarnt. Ja, so ist es richtig. Lauf! Ich kann da unten nichts sehen. Da ist eine Menge Lava. Also, los geht's. Okay. LeChuck, ich komme dich holen! Ich komme dich holen! Verdammt!
zeigst du, Threepwood! Ich hätte dich bei den ersten 58 Malen loswerden sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Du wirst es niemals liebend hier runterschaffen. Ich will nur einmal, dass es einfach ist. Nur der zur Ordnung bereite Pirat wird bestehen. Ordnung? Es sieht aus wie ein Goldstück, ist aber aus Stein. Ich frage mich, ob der Papagei etwas mit dem Auge zu tun hat. Okay. Ich erinnere mich dunkel an dieses Rätsel und dass es mehrere Stufen. Das kann ich nachempfinden. Ich taufe ihn Captain Schielauge. Es ist eines dieser steinernen Goldstücke. Mhm. Er sieht stolz aus, ein Affe zu sein. Okay. Wir haben gar keine Quizkarten mehr gesehen. Wir haben Fisch, wir haben Geisterhühnerfutter, wir haben skurrile Notizen, wir haben eine ganze Menge Kram, den wir offensichtlich nicht mehr brauchen. Und wir haben zwei Steingoldstücke. Es ist aus Stein. Jep, es ist aus Stein. Und wir können hier immer im Kreis rumgehen. Und ansonsten? Ich frage mich, ob der Papagei etwas mit dem Auge zu tun hat. So. Können wir hier also nichts machen, würde ich sagen. Was hat das mit Ordnung zu tun? Das ist ja jetzt rätselhaft. Man könnte meinen, es ist ein Rätsel. Die Frage ist, ob wir ihm irgendwas in die Hand geben können, was wir dabei haben. Er hält ein Messer. Das ergibt nicht so richtig Sinn. Lustig. Was würde man denn... Würde man denn Lustiges in der Hand haben? Was macht denn unsere To-Do-Liste? Durch die versiegelte Steintür gehen, die Truhe öffnen? Kenn ich. Ich taufe ihn Captain Schielauge. Ein schielender Affe. Den kann man natürlich das Monokel geben, ne? Er hält ein Monokel. Das kann ich nachempfinden. Ja, Frustration, da kann man natürlich schon mal ein Messer gebrauchen. Das würde ich doch... Ich frage mich, ob der Papagei etwas mit dem Auge zu tun hat. Ja, ist natürlich mit Crackern wahrscheinlich gut bedient. So. Jetzt ist die Frage, was geben wir denn dem Letzten? Er hat jetzt nichts in der Hand, aber ist ein lustiger Affe. Ah, ein Grokku, natürlich. Er hat bestimmt... Ah. Sehr gut.
LeChuck, das Geheimnis wird nie dein sein! Ich hasse es, Rätsel zu lösen, mehr als ich Sweetwood hasse! Das Geheimnis wird nie dein sein! Sweetwood, warum gibst du nicht einfach auf und gehst nach Hause? Einmal ist ein Zufall, zweimal ist verdächtig. Nur der zur Aufmerksamkeit bereite Pirat wird bestehen. Es ist eines dieser steinernen Goldstücke. Jetzt haben wir schon drei davon. Diese Schulterklappen verdienen ihre eigene Postleitzahl. Die schlauen Augen lassen einen höheren Rang vermuten. Deshalb nehme ich an, dass es sich um den ersten Schrubber handelt. Ey, jetzt haben wir vier Münzen. Kopf hoch, kleiner Mann. Du wirst es weit bringen. Müssen wir da jetzt jeweils ein Goldstück reintun? Kopf hoch, kleiner Mann. Du wirst es weit bringen. Okay. Geht wieder einmal rum. Wir haben einen kleinen Affen. Einen Affen mit einer kleinen. Wie heißt denn das? Truhe? Da tun wir mal einen rein. Das ist eine größere Truhe. Aber die ist noch größer. Also würde ich behaupten, dass wir hier zwei rein tun. Das geht nicht so richtig auf, ne? Also meine Vermutung wäre, es muss irgendwo noch eine dritte Münze geben. Ah, jetzt haben wir drei Münzen. 1, 2, 3. Wer bis 3 zählen kann, ist klar im Vorteil. LeChuck, das Geheimnis ist mein! Du bist wirklich eine Niete in Sachen Rätsel, nicht wahr? Wie kannst du noch am Leben sein? Du wirst das Geheimnis nie bekommen. Ich werde bald meine Rache bekommen. Dann wirst du für immer verflucht sein. Und du wirst niemals entkommen. Du wirst verschwinden, ohne dass jemand je Geschichten von dir erzählen wird. Nein, ich werde zurückkehren. Das Geheimnis ist mein. Alle guten Dinge sind drei, Sweetwood. Das nächste Mal spreche ich leiser. Ja, das wäre vielleicht eine. Nur der zur Blutrünstigkeit bereite Pirat wird bestehen. In die Richtung geht's nicht, weil der Gang eingestürzt ist. Da komme ich auf keinen Fall durch. Gut, dann haben wir ja keine Wahl. Es sieht so aus, als ob sein Arm verletzt ist. Ja, ach naja, zu einfach. Ja, also da ich es ja schon mal gemacht habe, kann ich mich drunke erinnern, dass es immer logische Ideen waren, die man umsetzen musste. Von daher ist es jetzt nicht so überraschend. Hm.
Trauriger Affe. Okay. Das sieht aus, als sei sein Bein verletzt. Und hier ist sowieso was kaputt. Das wird ein Problem sein. Ja, jetzt weiß ich es tatsächlich nämlich nicht mehr so richtig. Ja, das Einzige, was hier ist, ist ja auch Lava. Das wäre natürlich durchaus naheliegend. Aber es soll ja offensichtlich auch irgendwas hier reinlaufen in diese Abläufe. Und da ist jetzt die Frage, was haben wir denn? Ich meine, also der Seeteufel. Das wird ein Problem sein. Der Seeteufelköder ist es schon mal nicht. Nette Streichhölzer. Ich könnte ihn anzünden. Aber das ist es auch nicht. Was haben wir denn sonst noch für? Wir hätten natürlich das Messer vorhin noch mitnehmen können. Vielleicht müssen wir das sogar. Weil die Frage ja schon ist, geht da nicht einfach die Tür zu, wenn wir das Messer wieder mitnehmen? Die Antwort ist nein. Die Tür geht nicht wieder zu. Oh, jetzt können wir die theoretisch alle anschnibbeln. Okay. Das hat funktioniert. Wäre die Frage, ob wir das hier nochmal machen? Ja, funktioniert auch. Wo siehst du hier ein Holz? Hier kein Holz. Als Holze sollte ich das doch sehen. Das hier ist, glaube ich, kein Holz, das ist ein Felsen. Oder es war mal ein Felsen, der offensichtlich aber auch kein richtiger Felsen ist, sondern ja hier sieht ja alles sehr gebastelt aus. Aber nein, da kann man nichts anklicken. So, jetzt ist die Frage, können wir da noch irgendwas stechen? Das hat anscheinend nichts gebracht. Auch nicht. Ob ich selber stechen kann? Nee. Ich kann nur die Statue stechen. Das hat anscheinend nichts gebracht. Das geht nicht. Ja, ach, ist das alles. Das geht auch. Wir haben hier noch den Krötenfisch. Ich habe sie mit Dämonenpfeffer aufgepeppt. Aber das hilft uns auch nicht. Kannst du von einer anderen Statue was mitnehmen? Na, ich glaube auch nicht. Jetzt läuft überall auf dem Boden eine Art Öl aus. Ah. Wollen wir das vielleicht anzünden? Das ist ja auch ein bisschen albern. Erst lassen wir es laufen, dann zünden wir es an. Nee, das geht auch nicht. Hm.
Ja, ich könnte natürlich einfach... meine, wenn wir schon das Messer mitgenommen haben, dann können wir möglicherweise den Becher auch mitnehmen. Und wenn wir den Becher mitnehmen können, dann könnte ich den ja eventuell volllaufen lassen. Er hält einen Krug. Ne? Das wäre ja möglich. Achso, falsch. Falsche Seite. Den Krug füllen. Das geht. Man kann den Krug füllen. Und dann den Krug leeren. Ha. Damit haben wir es. Wow. Da wird geredet. Schönen guten Abend, beziehungsweise ist ja schon mehr gute Nacht. Hallo Moosbett, hallo Eriko, hallo Didi Duftwasser, hallo alle, die ich nicht gesehen habe. Ihr seid gerade rechtzeitig zum Ende, möchte man fast sagen, von Return to Monkey Island. Das ist natürlich jetzt ungünstig, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt. Dann solltet ihr jetzt vielleicht nicht zugucken. Ansonsten hat uns der Uhrenbot schon gesagt, dass wir eigentlich wieder eine Folge beendet haben. Das heißt, ich würde an dieser Stelle eine kleine gedachte Pause machen. Und dann, glaube ich, schließen wir das Spiel heute noch ab. Wir haben alle Rätsel hier gelöst. Wir müssen nur noch diesen Hut aufsammeln. Mach's gut, Captain Madison. Das ist wie einer dieser Krimis, in denen die Person so viele Feinde hat, dass die Beamten nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Eine der Steinplatten des Altars scheint während des Rumpelns heruntergefallen zu sein. Darauf steht etwas geschrieben. Nach 4 weiteren Jahren auf hoher See taten ihre Holzbeine langsam weh. 3 Schritte rechts und 2 links, oh Schreck. Da fielen sie vom Deck und sie trafen Davy Jones auf einen Tee. Nach allem, was ich durchgemacht habe, ist es nicht weiter verwunderlich, ein paar Limericks auf einem Stein zu finden, der in der Lava versunken ist. Ja, genau. Jetzt müssen wir nur noch diese Tür öffnen, wenn ich das richtig sehe. Das fasst er nicht an. Ich will keine weiteren möglichen Fluchtwege blockieren. Da ist was dran. So, und dieses Rätsel, das letzte Rätsel, ist natürlich eine Hommage, eine Erinnerung an die Original-Codescheibe, die man brauchte, um das Original Monkey Island, The Secret of Monkey Island, spielen zu können. Da musste man immer 2 Gesichtshälften richtig zuordnen und dann wurde einem eine Jahreszahl angezeigt. Und die musste man dann eingeben als Code. Wer kann sich noch erinnern. Ja, eine Codescheibe. Wenn du da drauf gekackt hast, ist das deine Sache. Brauchte man dann auch nicht mehr, als man die Version auf CD. Da muss ich dich korrigieren, Moosbett. Ich bin mir sehr sicher, dass man die brauchte, weil da waren die Scheiben dabei. Deswegen habe ich die auch noch.
Habe ich sie hier? Nee, ich habe sie nicht hier. Ich glaube aber, ich könnte sie holen. So, aber jetzt müssen wir erstmal dieses Rätsel lösen. Dieses gelöste Rätsel. Man könnte ja vermuten, dass das mit den Bildern irgendwas zu tun hatte. Also ich muss zugeben, ich habe das ja schon mal gespielt. Es ist halt aber auch schon ein Jahr her. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mich noch erinnere. Aber ganz offensichtlich muss es ja irgendwo einen Hinweis geben, was man hier jetzt machen muss. Nach 4 weiteren Jahren auf hoher See taten ihre Holzbeine langsam weh. 3 Schritte rechts und 2 links, oh Schreck, da fielen sie vom Deck. Und sie trafen Davy Jones auf einen Tee. Ich glaube, das ist das Rätsel für eine nächste Instanz, oder? Ach, das erinnert mich auch an irgendwas, aber ich weiß nicht mehr genau was. Ja, stimmt, da war auch eine Komplettlösung dabei. Warte, ich gehe mal kurz gucken, ob ich eventuell diese Codescheibe finde. So. Nein, die Situation ist nicht dramatisch. Das geht hier ewig weiter. Also, ich habe hier tatsächlich diese schöne Bestseller-Games Dial a Pirate Scheibe, die aus 2 Teilen besteht. Man kann auch sehen, dass es die Bestseller-Games sind. Erstmal, weil hinten noch was drauf ist und weil es, glaube ich, hier auch steht. Wo? Und dann musste man wissen, welcher von den Gesichtshälften richtig ist und wo die aufgeknüpft wurden. Jamaika, Barbados, Antigua, Nebraska, St. Kitts oder Tortuga. Und nur dann ging es ins Spiel. So. Ja, das stimmt. Bei Teil 2 war es so ein bisschen mehr so pergamentartig. Gut. Haben wir uns nochmal komplett abgelenkt von der eigentlichen Aufgabe. Also ich gehe mal davon aus, dass hier mit den Bildern am Rand nichts zu tun hat. Mach's gut, Captain Madison. Und ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas dabei haben. Hi, ich arbeite heute westlich des Treibholzstrands und südlich des Sees. Nee. Das ist es nicht. Löse die Kodierscheibe, steht hier. Wie hilfreich. Das stimmt. Kopieren war immer schon schwierig. Das sollte man nicht machen.
Aber es war auch nicht unmöglich. Ich weiß, mein Onkel, der hatte auch nur so eine Codescheibe kopiert. Weil man hat ja die Spiele nicht gekauft damals. Sondern man hatte jemanden gekannt, der sie dir kopieren konnte. Auf Diskette. 5¼-Zoll Diskette. Eine der Steinplatten des Altars scheint während des Rumpelns heruntergefallen zu sein. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Aber wenn es außer dieser Scheibe und dem, außer dieser Steinplatte und diesem Hut hier nichts gibt, dann wüsste ich es nicht. Nach 4 weiteren Jahren auf hoher See taten ihre Holzbeine langsam weh. 3 Schritte rechts und 2 links, oh Schreck, da fielen sie vom Deck. Und sie trafen Davy Jones auf einen Tee. Hm. 4, 3 und 2. Natürlich. 1726. Es steht über der Türe geschrieben. Hm. Und hier ist der untere Teil des Kopfes zu sehen. Und hier ist der obere Teil, nämlich Augenklappen-Piet. Augenklappen-Piet, runder Mund, eckiges Kinn, 1726. Es sagt aber auch keiner. Gut, dass ich um 11 Uhr nachts noch so gut mit der Wahrnehmung bin. So, Augenklappen-Piet, deswegen war der auch schon richtig. Und dann... müsste es so sein. Ich will keine weiteren möglichen Fluchtwege blockieren. Hm. Aber es stand doch 1726, oder habe ich mich verguckt? Das war definitiv auch dieses untere Teil. Sollte ich mich etwa verguckt haben? Das kann doch nicht sein. 1726, definitiv. Geht da. Und das ist definitiv dieser eckige Dings mit dem runden schmalen Mund. Und das ist definitiv der eckige Kopf mit den Ohren und dem Dings. Und hier ist nichts. Nee, also das ist schon richtig so. Die Frage ist höchstens noch, ob man das jetzt nach unten drehen muss. Scheint mir zwar nicht so sinnvoll, weil es ja genau andersrum angezeigt wird.
meint ihr? Das wäre natürlich nicht unlogisch. Nach 4 weiteren Jahren auf hoher See taten ihre Holzbeine langsam weh. 3 Schritte rechts und 2 links, oh Schreck, da fielen sie vom Deck. Und sie trafen Davy Jones auf einen Tee. Oh, gut. Also 4 Jahre. Aber 1726 ist das und das nächste ist 1765. Das passt ja nicht, ne? Und jetzt könnte ich das natürlich irgendwie nochmal nach links und nach rechts drehen. Ja, aber die Frage ist... Okay, also der äußere Ring dreht sich nach links. Und der innere nach rechts. Nach 4 weiteren Jahren auf hoher See taten ihre Holzbeine langsam weh. 3 Schritte rechts und 2 links, oh Schreck, da fielen sie vom Deck. Und sie trafen Davy Jones auf einen Tee. 3 links, 3 rechts. Stimmen. Ah. Okay. Stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben alle richtig geraten. Läuft. Na gut. Gurkensalat. Ist ja schön. Mir hier vorwerfen, dass ich kurz weggehe, aber selber Gurkensalat essen, weil das ja so spannend. Na gut. Hä? Was? Ich war gerade tief in den von Pilzen und Lava durchzogenen Höhlen unter Monkey Island. Und jetzt bin ich? Oh nein. Nein. Noch nicht. Sie scheint zu klemmen. Treffer! Gratis Popcorn! Die Fenster sind nur aufgeklebt. Und sie sind nicht einmal gerade. Schön, dass du es endlich geschafft hast, Junge. Stan? Es ist Geschäftsschluss und alle wollen nach Hause gehen. Letzte Chance, den Schlüssel auszuhändigen, Schlosserin. Was soll das heißen, es ist Geschäftsschluss? Ich bin gerade erst gekommen. Ach, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin spät dran für ein wichtiges Meeting. Nimm meine Schlüssel und schalte alle Lichter aus, bevor du gehst. Ich bin für nichts verantwortlich, was nach Geschäftsschluss passiert. Guybrush, bist du bereit zu gehen? Letzte Chance, den Schlüssel auszuhändigen, Schlosserin. So. Du musst mich hier rausholen. Mist. Stan macht LeChuck jedes Mal besser. Das Geheimnis ist mein. Nette Wendung mit Madison, Trent und Lila. Das Teamwork hat mich für eine Weile getäuscht. Das Geheimnis ist mein. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, legt Stan noch eine Schippe drauf. Aber es steht immer noch LeChuck 0, Guybrush Threepwood 6. Das Geheimnis ist mein! Nun, zurück zu meinem langweiligen Job als Buchhalter. Bis zum nächsten Mal. Die Truhe mit dem Geheimnis.
Ich glaube, wir müssen sie nicht öffnen, aber wir könnten sie öffnen. Wir haben ja den Schlüssel. Ich hätte sofort ahnen müssen, dass Stan seine Finger im Spiel hat, als ich sah, wie billig und kitschig das hier alles ist. Wir können noch mal einen Blick auf unsere fröhliche To-Do-Liste werfen. Diese Truhe öffnen, diesen Schlüssel besorgen, mit Elaine nach Hause gehen. Ja. Der Schlüssel ist ja da. Wie wird das gesehen? Der Moosbett möchte, dass wir es aufmachen. Na gut, dann machen wir das wohl auf. Was für ein Glücksfall! Die Schlosserin hatte den Schlüssel die ganze Zeit. Die ganze Zeit? Was für ein vollkommen unnützer Reise, die gemacht haben. Das war enttäuschend einfach. Ich frage mich, was hier los ist. Na gut, dann nehmen wir mal den Schlüssel. Interessant. Ich habe das Geheimnis von Monkey Island gefunden und alles, was es war, war dieses blöde T-Shirt. Ich find's gut. T-Shirts sind gut. Nun gut, dann sollen wir alles ausschalten. Der Schalter ist verschlossen. Ah, dann müssen wir den wahrscheinlich aufschließen. Ei, das war ein absoluter Knaller. Ich erkläre dich hiermit zum Sieger. Historisches Wahrzeichen. Das ursprüngliche Geheimnis. Ein Piratenabenteuerpark. Gegründet 1989 von R. Gilbert. Elaine, zum Glück bist du hier. Natürlich. Wo sollte ich sonst sein? Ich bin mir nicht sicher, wo ich auf einmal bin. Du bist genau hier bei mir. Aber wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Ich war gerade im Untergrund auf Monkey Island und jetzt sind wir auf Mealy Island? Manchmal vergehen die Dinge wie im Flug, wenn man Spaß hat, nicht wahr? Ich habe das Geheimnis. Du hast es endlich geschafft. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Darüber werde ich nachdenken müssen. Wie ist es mit Flair gelaufen? Sagen wir einfach, ich habe meinen Standpunkt klargemacht. Wie bist du vor mir hierher gekommen? Du weißt, dass ich immer versuche, einen Schritt voraus zu sein. Hast du etwas Neues mit deinen Haaren gemacht? Es wurde im Kampf zerzaust. Es gefällt mir. Dann sind wir, glaube ich, bereit zu gehen, ne? Ich bin bereit zu gehen. Gut. Ich auch. Dad, das war ein albernes Ende. Es ergibt doch keinen Sinn. Du bist mies, wenn es um das Ende geht. Ich dachte, du magst alberne Enden. Du und Chucky spielt das Ende von Monkey Island 2 wirklich albern. Das ist etwas anderes. Wir sind Kinder und wir albern nur herum. Du bist derjenige, der gesagt hat, dass man die Dinge nicht einfach ändern kann. Du hast gesagt, so funktioniert das Geschichtenerzählen nicht. Hab ich das? Ich will das Geheimnis wissen. Du musst mir sagen, was du wirklich in der Truhe gefunden hast. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist wirklich so passiert. Mom, Dad will mir nicht sagen, was das Geheimnis ist. Füllst du den Kopf unseres Sohnes wieder mit deinen haarsträubenden Geschichten? Ich habe ihm die Geschichte erzählt, wie wir das Geheimnis von Monkey Island gefunden haben. Oh, die.
Jedes Mal, wenn du diese Geschichte erzählst, wird das Ende seltsamer und seltsamer. Lasst uns zu den Docks gehen und zusehen, wie die Galeone ausläuft. Juhu! Ich habe die verlorene Karte zum Schatz von Maya Island gefunden. Das wird ein lustiges Abenteuer. Wir sehen uns unten. Ja, das war es dann. Mal wieder. Ja, eine vielsagende Pause. So, noch alle wach? Na, nicht so viele. Ja, es ist schon sehr meta. Ich weiß jetzt tatsächlich auch immer noch nicht, ich habe ja wieder einige der Fragen beantwortet. Ja, gute Nacht. Schlaf gut und ein schönes Wochenende. Ja, das Ende ist ein bisschen Meta und man kann ja nur in leichten Variationen, glaube ich, durch diese Fragen, die man vorher beantwortet hat und auch durch das, was man dann entscheidet zu machen, ein bisschen was dran ändern. Ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr so, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Aber ich glaube, ich habe auch die Truhe geöffnet, weil ich kann mich an das T-Shirt erinnern. Sinn, die Bronzezeit war auch eine tolle Zeit. Kann man nichts sagen. Und ich glaube, ich habe überhaupt keinen Hinweis aus dem Buch benutzt. Mal wieder. Nee, stimmt nicht. Ich habe beim ersten Durchspielen definitiv mal irgendwie einen der Hinweise benutzt. Und ich muss sagen, also ich habe es ja jetzt auf Deutsch gespielt mit der deutschen Sprachausgabe und die gefällt mir eigentlich auch gut. Also kann mich nicht beklagen. Die englische ist auch gelungen, ist ja auch der Originalsprecher, aber ist hier auch für die deutsche Besetzung ja der Originalsprecher. Von daher, also es macht sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch Spaß. Ja, das stimmt. Ein paar von den Gags, die sind schwer zu übersetzen gewesen, beziehungsweise haben sie auch nicht besonders gut gemacht. Waren aber auch ein paar Sachen dabei, da bin ich mir ziemlich sicher, da haben sie einfach dann wieder so einen deutschsprachigen Gag anstelle des Originalgags gemacht. Also ja, ich glaube, es waren ein paar dabei, aber nicht so schlimm. Muss man auch nochmal abwarten, wie die Zeit das bewertet. Ne? Also die ein paar Gags aus dem Original Monkey Island und auch dem zweiten Teil sind ja dann so ein bisschen sehr auf Deutsch übersetzt worden, mit Referenzen, die dann damals
irgendwie nachvollziehbar waren, aber heute nicht mehr funktionieren. Und hier müsste man auch noch mal gucken in 5 bis 10 Jahren, ob das noch funktioniert oder ob die Referenzen dann keiner mehr nachvollziehen kann. Ja, das stimmt. Also in so ein paar Kleinigkeiten, würde ich sagen. Aber man muss ja auch sagen, also ne, das ist ja ein Spiel, was selbst zum Vollpreis sehr günstig war. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um das nochmal durchzuspielen. Also ich glaube, beim ersten Mal habe ich auch mehr als 10 Stunden, 14 oder so. Und dafür hat es ja viel viel Aufwand. Wenn man dann sieht, wie viele Leute doch da auch dran beteiligt waren. Ja, also ist schon klar, für Adventure-Spiele kann man heute wahrscheinlich nicht AAA-Preise verlangen. Ich finde, man kann für AAA-Spiele nicht AAA-Preise verlangen. Zumindest nicht die man sich gerade so vorstellt. Aber da ist ja offensichtlich auch viel Arbeit reingeflossen. Extra besonderer Dank. Ja, das ist auch ein bisschen schwierig übersetzt. Würde man vielleicht nicht so machen. Ja, aber es ist insgesamt tatsächlich ein schöner Bogen. Man hat irgendwie die ganzen Aufgaben und Abenteuer erlebt, die auch immer mehr werden, je weiter man kommt. Und dann ging es jetzt am Ende noch relativ fix. Das ist schon, habe ich gar nicht mehr so eine Erinnerung gehabt. Also ich hatte das so ein bisschen im Kopf, dass ich das am Ende doch noch mal ein bisschen mehr gezogen hätte. Aber gut, vielleicht weil ich dann doch noch die Rätsel mit den Statuen ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, obwohl mir auch die, also jetzt ähnlich schnell, glaube ich, klar war, was da gemeint ist. Aber gut. Ja, aber ansonsten trotzdem eine schöne Runde, ein runder Abschluss. Man hat irgendwie noch mal so ein bisschen alles zugeordnet, was so übrig geblieben ist. Es werden ja auch alle Spiele irgendwie referenziert, die es bisher gegeben hat. Also es ist irgendwie eine ganz vollständige Abbildung. Und die Geschichte ist dann auch zu Ende erzählt. Es gibt ja gerade, ich weiß nicht, wie das so bekannt ist, es gibt ja scheinbar gerade ein, weiß ich nicht, DLC oder so für Sea of Thieves, was so eine Piratenschiff-Simulation ist. Ich kenne das Spiel ehrlich gesagt nur vom Zugucken auf Twitch von einzelnen Clips. Aber da hat man ja scheinbar dann auch so Schiffe und kann die steuern und muss sich gegenseitig beschießen mit Kanonen und so. Und da gibt es jetzt einen Monkey Island DLC. Der soll, glaube ich, in 3 Etappen ausgespielt werden und ich habe mir ein Video heute noch angeguckt von GameStar, wo die gesagt haben, dass das schon sehr gelungen ist. Man kann dann da in 3D eben durch Melee Island, durch die Stadt gehen in dem ersten Teil und man wird dann wohl im nächsten Teil auch noch die restliche Insel belaufen können von Melee Island und dann wohl auch auf Monkey Island noch kommen. Und dann haben sie das grafisch auch sehr schön nachgebildet. Es spielt allerdings vor diesem Teil und ich glaube auch nach dem zweiten oder nach dem dritten. Und es gibt auch einen Story-Twist, dass das alles sozusagen keine Auswirkungen auf die Geschichte danach haben kann. Aber als ich das Video gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, das wäre ja vielleicht doch mal pfiffig, sich das anzugucken. Der DLC ist auch kostenlos, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war der Bildschirm schon.
Ja, ist glaube ich kostenlos, der DLC. Also man muss das Spiel haben und dann kriegt man das. Und da gab es ja wohl auch schon mal einen für Jack Sparrow und die Piraten der Karibik. Von daher, wenn man Bock auf Monkey Island hat, dann guckt man sich vielleicht auch nochmal Sea of Thieves an. Ich muss mal schauen, ob das ein Free-to-Play-Titel ist oder irgendwas, aber vielleicht gucke ich da auch nochmal rein. So, dann gucken wir doch nochmal ins Sammelalbum rein. Hey, willst du mein mächtiges Piratenalbum sehen? Es ist voll mit meinen Abenteuern. Schon als Kind wollte ich ein mächtiger Pirat sein. Also ich nehme an, die meisten haben das gesehen. Das war am Anfang schon das Buch da. Da konnte man sich die Geschichte der vorhergehenden Spiele erzählen lassen, wenn man die nicht gespielt haben sollte. Und dann geht er jetzt hier... Früher wurde man Pirat, indem man 3 Prüfungen absolvierte, um seinen Wert zu beweisen. Kann man sich hier quasi die Geschichte der ersten Spiele nochmal erzählen lassen. Man kann hier auch nochmal draufklicken, dann erzählt er noch mehr. Die Dinge nahmen eine unerwartete Wendung, als ich an den 3 Prüfungen arbeitete. Das mache ich jetzt aber nicht nochmal für jedes Bild. Das habe ich, glaube ich, am Anfang sogar gemacht. Monkey Island war ein dampfendes, vulkanisches Geheimnis, das mit Dschungel bedeckt und auf keiner Karte zu finden war. Wir kehrten nach Mealy Island zurück und erlebten einen atemberaubenden Abschluss meines ersten großen Abenteuers. Ah, die sind aus der Zeit, als ich den Schatz von Big Whoop finden wollte. Finde ich auch schön, dass sie wirklich dann den Kunden, also den Artstyle aus dem jeweiligen Spiel, das waren hier übrigens die Symbole, die auch auf dieser Scheibe, Codescheibe zu finden waren. Und dass sie hier den Artstyle immer noch nachgemacht haben für die Spiele. Einmal wurde Elaine in eine Statue verwandelt. Natürlich steckte LeChuck dahinter. Der Kerl gibt nie auf. Es war ein toller Tag. Auch wenn wir im Nachhinein gesehen die Scamba nicht mit dem Catering hätten beauftragen sollen. Oh Mann, das war die verrückte Zeit, als LeChuck sich mit einem australischen Milliardär zusammentat und versuchte, Elaine mit einem mystischen Talisman zu seiner Braut zu machen. Das war Monkey Island 4? Und dann war da noch das eine Mal, als ich versehentlich LeChucks Pocken auf die gesamte Karibik losließ. Zumindest schien es so. Das war The Tales of Monkey Island. Oh, hier ist die Voodoo-Puppe vom Ende meines Big Whoop-Abenteuers. Diese sind von damals, als ich das Geheimnis von Monkey Island gefunden habe. Genau, da haben wir jetzt quasi all die Elemente oder einige der Elemente, die wir noch im Inventar hatten. Ich begann meine Reise in der Scamba, aber ich merkte sofort, dass es nicht wie in alten Zeiten sein würde. Die neuen Piratenanführer konzentrierten sich auf Plündern und Brandschatzen. Aber Plünderwerte sind nicht alles. Ich habe mehr über Mobs gelernt, als ich jemals wollte. In manchen Vierteln war mein Ruf ein Nachteil. Ich traf die ungewöhnliche Entscheidung, mich LeChucks Mannschaft anzuschließen, um nach Monkey Island zu gelangen. Der Dienst auf LeChucks Schiff war eine interessante Erfahrung. Ich fing an, die Mannschaft zu mögen. Ich vergaß ganz, wie ein Zombie auszusehen, eine Meuterei anzuzetteln und das Schiff zu kapern. Gullet war mein Vorgesetzter, kein sehr angenehmer Typ. Putra war sehr glücklich, als ich sie zur Chefköchin befördert habe. Meine Verkleidung hat gut gehalten, bis wir uns Monkey Island näherten und sie, eine Fehlfunktion hatte. Ich wurde vom Schiff geworfen, aber das war okay. Ich war schon so weit gekommen, wie ich musste. Die eigentliche Rückkehr nach Monkey Island war nicht das, was ich erwartet hatte. Wir alle dachten, dass das Geheimnis irgendwo auf der Insel sein würde. Jeder hatte eine Karte, manche nützlicher als andere. Elaine und ich haben mein altes Schiff, die Sea Monkey, wieder aufgebaut, damit wir zurück nach Mealy Island segeln konnten. Ich habe einige sehr persönliche Dinge über meinen Erzfeind LeChuck erfahren. Der vorübergehende Pakt, den ich mit meinen Feinden schloss, erwies sich als etwa 5 Minuten vorübergehender, als ich gehofft hatte. Es war ein Wettrennen darum, wer das Geheimnis zuerst in die Finger bekommt. LeChuck hat sich mit Madison zusammengetan, aber das war nicht von Dauer. Madison hatte vor, LeChuck zu verraten. Lila hatte vor, Madison und LeChuck zu verraten. Ich bin mir nicht sicher, ob Trent überhaupt sehr weit vorausgedacht hat.
Whitey Bones hat mir alles über die goldenen Schlüssel erzählt. Elaine hatte viel um die Ohren, aber am Ende war sie an meiner Seite. Carla kümmerte sich um die Erdbebenhilfe, so gut sie es unter den gegebenen Umständen konnte. Ich habe Stan aus dem Gefängnis befreit. Wally wurde entführt. Die Voodoo-Lady ist verschwunden. Mhm. Ich habe die amtierende Königin entthront und bin die neue Königin von Bermuda geworden. Ich habe Herman Toothrot in seiner gemütlichen Einsiedlerhöhle besucht. Ich habe es geschafft, das Geheimnis zu bergen. Aber dann hat LeChuck es gestohlen und zurück nach Monkey Island gebracht, um es zu öffnen. Ich habe alle 5 goldenen Schlüssel gefunden. Ich frage mich, ob ich sie behalten sollte. Wir haben LeChuck wieder zurück nach Monkey Island gejagt und ich habe ihn aufgespürt. Elaine hat Flair Gory aufgehalten, während ich in den Affen gegangen bin. Jemand hatte sich eine Reihe von thematischen Piratenaffenrätseln ausgedacht, um die Unwürdigen fernzuhalten. Ich habe dieses Modell des letzten Rätsels gemacht. Ich finde es ziemlich toll. Ich habe Wally gefunden. Oh Mist. Wann ist das denn rausgefallen? Moment. Was ist das? Juni 2020. Die Entwicklung wird erst in etwa einem Monat beginnen, aber wir haben schon eine Weile darüber nachgedacht. Es scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, um ein paar Gedanken aufzuschreiben und sie dann als eine Art Zeitkapselbotschaft an unsere zukünftigen Ichs aufzubewahren, was wir mit Return to Monkey Island vorhaben. Wer weiß, vielleicht lernen wir ja etwas. Monkey Island war schon immer ein Spiegelbild des Lebens der Menschen, die die Spiele entwickelt haben. In The Secret of Monkey Island geht es um einen jungen Menschen, der sich aufmacht, eine aufregende neue Karriere zu verfolgen. Als Designer in unseren 20ern waren wir alle genau das. Die Fortsetzung LeChuck's Revenge handelte in vielerlei Hinsicht von den Schwierigkeiten, eine Fortsetzung zu machen oder zumindest davon, was man unmittelbar nach etwas tut, das sich wie ein großer Erfolg anfühlte, aber von der Weltöffentlichkeit unbemerkt blieb. Viele Jahre, 20, später, nachdem Guybrush einige Abenteuer mit anderen Teams erlebt hatte, die ihre eigenen Hoffnungen und Herausforderungen hatten, machten wir uns daran, Tales of Monkey Island als eine Geschichte über Vertrauen zu schreiben, und das ist es auch. Aber was für uns am meisten heraussticht, ist, dass es sich wie eine Geschichte über Erwachsene anfühlt. Denn das waren wir, viele von uns waren damals in ihren 40ern mit Kindern und Leben und einer klumpigen, verkrusteten Schicht von Erfahrung. Wir sind jetzt weit über 50, wir haben eine lange Karriere hinter uns und viele Spiele gemacht. Aber Monkey Island definiert uns immer noch bis zu einem gewissen Grad. Oder zumindest sind wir in den Köpfen vieler die Jungs, die vor langer Zeit dieses Spiel gemacht haben. Und es fühlt sich an, als hätten wir noch etwas zu erledigen. Als sich die Gelegenheit ergab, zu Monkey Island zurückzukehren, waren wir uns ziemlich einig darüber, was wir tun wollten. Guybrush ist, wie wir selbst, älter geworden und hat eine lange und erfolgreiche Karriere hinter sich. Aber er wird hauptsächlich mit etwas in Verbindung gebracht, das vor langer Zeit passiert ist und das sich für ihn unvollendet anfühlt. Das Spiel ist ein albernes Piratenabenteuer, so wie eh und je, aber es ist auch eine Geschichte über den Versuch, die Vergangenheit mit all ihren angeblichen jugendlichen Stärke und ihrem Ruhm zurückzuerobern. Guybrush wird dabei sowohl Erfolg haben als auch scheitern. Er wird sozusagen bekommen, was er will, aber es wird nicht das sein, was er erwartet hat. Ich sage das Gleiche für uns voraus. Ja. Mehr Papier für den Rest meines Abenteuers besorgen. Genau. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. Das hatte ich gar nicht unbedingt gedacht, dass wir das schaffen heute. Aber wir haben auch Return to Monkey Island einmal durchgespielt. Deswegen ist auch keiner mehr da, das ist auch richtig so. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, bis um 12 zu streamen, aber nun ist es so spät geworden, macht ja auch nichts. Genau, richtig hast du, recht hast du. Das heißt, an dieser Stelle endet dann auch das Let's Play zu diesem Spiel, das ich dann irgendwann nochmal schneiden und hochladen muss, aber wieder einer abgehakt. Da haben wir jetzt noch viele andere Spiele. Die ich auch nochmal wieder spielen würde. Ich habe ja, aber ich würde an der Stelle, glaube ich, erstmal die Aufnahmen beenden. Also von daher, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht zuzugucken.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play, was auch immer das sein wird. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!